Hi Leute, ich wollte euch mal kurz ein Update geben, was ich am Wochenende gemacht habe. Und zwar war ich auf dem Founders Summit in Wiesbaden. Und der Grund, warum ich da war, weil ich auf der Suche nach Investoren war für Hollywood Türke 2. Nun, was ist das Founders Summit? Das Founders Summit ist ein Online-Marketer-Event, nicht nur, aber halt für Gründer, wie der Name Founders Summit schon sagt, aber hauptsächlich für Leute, die vor allem auf dem Online-Marketing, Online-Markt unterwegs sind. Das heißt Coaches, Leute, die verschiedene Produkte anbieten, die online vermarkten auch. Diese Jungs fand ich hier zum Beispiel sehr, sehr cool. Die hatten laufende digitale Werbeplattformen, die man als Rucksack tragen konnte. Und die fanden meine Aktion so cool, dass sie gesagt haben, komm, wir packen deinen Trailer drauf und laufen ein bisschen Werbung. Und sowas könnte man dann eben in Zukunft auch benutzen. Fand ich sehr, sehr cool und wollte ich hier auch mal zeigen. Und ich hatte mir gedacht, diese Leute dort haben zum Teil sehr viel Geld gemacht innerhalb sehr kurzer Zeit, weil das eben online möglich ist. Du kannst mit digitalen Produkten eben sehr, sehr viel verdienen, wenn du es richtig machst und die richtige Zielgruppe bedienst. Und ich dachte mir, vielleicht sind dort Leute, die eventuell Interesse haben, den Glamour der Filmwelt zu erleben und natürlich in meinen Film zu investieren. Hoffentlich vielleicht sogar in mein Studio, weil ich plane ja mehr als nur einen Film. Ich will ja mehr und mehr machen und eigentlich plane ich ein Studio. Und das dachte ich mir, könnte ich vielleicht dort finden mit Leuten, die Visionäre sind, Leute, die dort out of the box denken und andere Wege gehen. Wie war es? Also es war sehr, sehr gut, weil ich einfach auch mal wieder weg aus dem Schreibtisch kam. Und unter anderem sind dabei dann solche Sachen entstanden, wo Leute dann mich interviewen wollten. Ich stehe hier gerade mit Murat. Murat ist extrem krass, denn er ist mega diszipliniert. Er verfolgt seinen Traum, deswegen er rennt seit gestern mit einem Schild hier rum und versucht Investoren für seinen zweiten Teil zu bekommen. Ist es richtig? Ja, absolut. Mega. Du läufst hier rum. Wie sehr muss man das wollen? Es ist mein Traum, meine Leidenschaft. Ich liebe Filme über alles und deswegen bin ich mir auch nicht zu schade, dafür rumzulaufen, lange zu stehen und belächelt zu werden. Es ist mir egal. Mick, ich finde es so krass, was du für eine Disziplin an den Tag legst, wie du deinen Traum verfolgst und dich hier wirklich einfach bei 7000 Menschen mit, also ich finde es so krass. Ich hab's ihm gestern schon gesagt, wie krass ich es finde und ich finde auch, du hast eine geile Aura, geile Ausstrahlung. Wie bitte? Und ich finde auch, du hast eine geile Aura, geile Ausstrahlung. Come again? Und ich finde auch, du hast eine geile Aura, geile Ausstrahlung. Ich hab's nicht richtig gehört. Und ich finde auch, du hast eine geile Aura, geile Ausstrahlung. Und ich hoffe, ja, du findest für deinen zweiten Teil einen coolen Investor, dass du es auch wirklich realisieren kannst. Ich küsse deine Augen. Das hoffe ich auch. Und hiermit will ich euch mal zeigen, wofür ich Investor suche. Den Look and Feel von Hollywood Türke 2. Ein paar Bilder.